Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Ja, ich bin der Christian und ich habe hier den allerneuesten Streich von Das Werk für euch. So, und dabei handelt es sich nicht einfach um ein Re-Release von einem bekannten Modellbauhersteller, sondern hier haben wir noch ein bisschen selber Hand angelegt, einige Teile ergänzt, andere weggelassen, neue Nassschiebebilder und auch eine richtig super neue Anleitung, die wirklich auch passt, aber dazu später mehr. So, vorstellen möchte ich heute den mittleren Pionierpanzerwagen SD Kfz 251/7 2-in-1 in der Ausführung D. Das 2-in-1 beschränkt sich oder ist darauf, dass wir hier einmal das mit Maschinengewehr, mit dem MG42 oder auch mit der 2,8 cm Panzerbüchse haben. Aber, und da verrate ich euch jetzt gleich ein Geheimnis, ihr könnt nämlich ein bisschen zaubern und ganz, ganz, ganz ohne Probleme aus diesem wunderschönen Modell ein 3-in-1 machen, indem ihr einfach ein paar Sachen weglässt. Dann habt ihr nämlich ein ganz normales, handelsübliches 251/1. So, dazu aber später mehr. Auch da müssen wir uns ein bisschen gedulden. 17 Spritzlinge plus Erdseilbogen plus Klarsichtteile haben wir, eine Einzelgliederkette, die beweglich ist und die wirklich beweglich ist. 15 Baustufen für das 251/7 mit der 2,8 cm Panzerbüchse und 14 Baustufen für das 251 mit der ganz normalen Ausführung, wie man hier sehen kann. So, der Preis ist heiß, ist noch nicht bekannt, wird irgendwo zwischen 35 und 45 Euro irgendwo liegen. Da müssen wir alle mal gucken, was der Chef da so für einen guten Tag hat und den Preis kalkuliert. Und bevor ich jetzt hier weiter fortfahre, ihr kennt das, machen wir erstmal mit der Anleitung weiter. So, vom letzten Dreh ein bisschen kleiner, gehen wir hier mal ein bisschen groß. So, ich habe ja die Anleitung nicht umsonst gelobt. Die ist nämlich in Zusammenarbeit mit Thomas und mir hier entstanden. Wir haben ein Modell Probe gebaut, das zeige ich euch nachher. Und da alles miteinander abgeglichen, welche Farben ihr benötigt, was da benötigt werden, welche Teile sind, ob die Teile auch die richtigen Teile sind. Da ja das bei den ursprünglichen Bausätzen leider, leider immer nicht so ganz hingehauen hat. So, hier haben wir nochmal das schön gemachte Deckelbild. Hier mal drauf achten, da versteckt sich nämlich eine Figur. Ganz lustig, ist mir auch erst beim dritten Mal hinschauen aufgefallen. Dann haben wir hier die Piktogramme, die Erklärung sollte eigentlich selbsterklärend sein. Hier die Farben von Armor of MIG, warum nur Farben von Armor of MIG? Die Jungs waren wirklich so nett und freundlich und haben ihre Colorprofile da für uns fertig gemacht. Daher natürlich auch die Farben. Sollte sich ja von selbst verstehen, dass man dann das auch so handhabt. So, Teilübersicht, die ist hier. Hier sind die Teile, die nicht benötigt werden. Die kann man nicht einfach weglassen, das gibt die Form nicht her, da kann man jetzt nicht irgendwie einen Pfropfen hinsetzen, deswegen verwendet sie, packt sie in die, sogenannte Grabbelkiste, ich kann da immer wieder mal was von gebrauchen, kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, 1 und 2 gibt dann die jeweilige Variante an, auch das sollte kein Problem sein, mein Tipp, baut die Sachen zusammen wie die Reifen, hier auch die Laufrollen, aber baut sie erst später an. Für die Bemalung ist es wesentlich einfacher, genauso wie den Innenraum hier, da würde ich den Deckel praktisch von dieser Zigarrenform, den würde ich erst später anbauen, einfach weil ihr an gewisse Teile dann sonst nicht mehr rankommt zum Bemalen. So, Werkzeuge sind natürlich auch da, genauso wie hier die Gewehre, also knackig ist das Fahrzeug nicht von innen. Und jetzt müssen wir mal gucken, genau hier kommt das Oberteil drauf und ich habe es nur draufgelegt, ihr seht das nachher auch, also da sind keine Spalten, sondern tatsächlich ist es so eingerichtet, dass ich es abnehmen kann, dass ich das lackieren kann, dass ich das dann präparieren kann, nicht präparieren natürlich, dass ich es präparieren kann, oben zukleben kann und dann dementsprechend die andere Farbe. Ist wirklich bei Halbketten wesentlich einfacher, wenn man dann rankommt. So, hier ist dann die Variante zu Ende. Ihr seht das hier, da ist die Panzerbüchse. Hier wird dann ein Cut gemacht. Hier geht es dann mit der normalen Variante mit dem MG42 weiter. Ihr könnt aber auch, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, auch eine ganz normale Variante bauen. Da lasst ihr einfach die Sturmbrücken hier weg, setzt die ganz normalen Bänke rein, habt ihr vorne und hinten jeweils das MG42 und dann habt ihr den ganz normalen Mannschaftstransportwagen. Ist wirklich eine super einfache Sache und noch günstiger kommt ihr an diese Qualität nicht heran. So, 4 Dekelvarianten haben wir hier drinne für euch angegeben. Zeit, Ort und Datum ist soweit auch drinne.
dann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ja, und dann sind wir damit auch schon durch. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich habe für euch schon mal die Folien entfernt, dass wir uns das Ganze mal besser angucken können. Mache hier gerade mal eben ein bisschen Platz für euch. So, jetzt sollte das alles passen. Und dann fangen wir hier mal mit dem Bauteil an. Fangen wir mal mit einem der kleinsten Spritzlinge an, mit der 2,8 cm schweren Panzerbüchse 41, so ist der offizielle Name. Hat ein konisch zulaufendes Rohr. War auch ein bisschen das Problem, dass da diese Wolfram-Hartkerngeschosse genommen werden mussten. Wolfram ein Mangelerz im Dritten Reich, deswegen relativ wenig eingesetzt, da es einfach dafür nicht viel gegeben hat. Qualität, denke ich mal, dürfte klar sein. Einziger kleiner Wehmutstropfen, so ein bisschen, ist, dass hier die Mündungsbremse aus diesem Teil mit dem hier verbunden werden muss. Wenn ihr da sorgfältig arbeitet, sieht das richtig gut aus. Wenn ihr da Schmufix macht, das zu weit abknackt, dann dementsprechend nicht. Ich zeige euch nachher, wie gesagt, mal mein Exemplar. So, hier rücken wir mal ein bisschen das Licht anders hin. Ich zeige euch nachher mal mein Exemplar, da könnt ihr sehen und euch da selber eine Meinung von bilden. So, der Spritzling E, den haben wir hier. Da ist dann auch die Munition eben für die Panzerbüchse dabei. Da haben wir hier die Laufrollen und diese Einzelgliederkette. Da kann ich schon mal spoilern. Da komme ich schon mal ran. Ja, das gucken wir uns nämlich mal an. Da ist die Kette. So, komm raus hier, du Lümmel. So, und zwar, ich zeige es mal in der Nahaufnahme, bevor wir uns das gleich alles angucken. Hier auf diese Stelle, da ein Punkt Kleber drauf, dann macht er hier entsprechend die Polster hier drauf. Die sind hier. Da drehe ich sie mal um. Und dann sieht das Ganze so aus hier. Und da ist jetzt nichts getrickt, das ist die Kette, die wir euch mitliefern und ihr seht, wie wunderbar beweglich ist die ist und die ist wirklich beweglich, ohne dass man da irgendwelchen Schmufix macht, sondern nur dementsprechend auf diese Klebepunkte, auf diese Punkte den Tropfen Kleber aufbringt. Davon geht Revell am besten wirklich aus der, ja, mit dieser Metallkanüle, die man dauernd dann mit dem Feuerzeug freimachen muss. Und dann sollte das kein Problem sein. So, jetzt gucken wir uns das Ganze aber mal aus der Nähe an. Hier kann man das schön erkennen. Relativ spätes Muster, noch nicht die Ganzstahlvariante, nein, sondern ist noch gummiert. So, und ganz wichtig, wir haben hier die Laufrollen, die mit einem Herstelleraufdruck versehen sind. Das Einzige, was da nicht ganz hundertprozentig stimmt, wenn man das historisch korrekt nimmt, ist, dass die da konisch zulaufen. Ich glaube, sind die das? Oder AV-Club. Nicht, dass ich das jetzt durcheinander bringe, weil ein Hersteller hat das nicht richtig gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Dragon oder die Firma AV-Club sind. Am Modell seht ihr gleich das fertige Ergebnis. Hier hinten für die Scharniere für die Öffnung, die kann man auch offen darstellen. Da haben wir den hinteren Bereich hier hinterlegt. Also das ist alles kein Problem. Zweimal ist der Spritzling hier vorhanden. Dann kommen wir jetzt zu den Bauteilen, die ihr benötigt, um halt eben jenes Pionierfahrzeug zu bauen. Da sind hier einmal die Sturmbrücken. Da haben wir hier diese Bretterbalken, wo dann auch noch, die da an die Seite rangelegt worden sind. Maschinengewehr-Sachen haben wir hier, die anderen Sitzbänke, die findet ihr alle hier. Zweimal ist der ganze Spritzling vorhanden. Auch hier gucken wir uns natürlich in der Nahaufnahme mal die Sachen an. So, was auf jeden Fall auffällt, wir haben hier keine Sinkmarken, hier sind keine irgendwelche Luken drin oder so. Das passt soweit alles. Was hier noch zu beachten ist, ihr seht hier die kleinen Griffe. Hier schön vorsichtig mit einem scharfen Skalpell oder so, wie ich es wirklich präferiere. Das Werkzeug nehmen von der Firma Tamir. Das ist relativ teuer, aber hält echt, echt lange. Hier nochmal darauf achten, auf diese Holznachbildung. Kann man auch, wenn man das trocken malt, ein bisschen was rausholen. Sehr schön geworden, das Ganze. Im unteren Bereich die Auswerfermarken, also so, wie es sein soll. Dann dementsprechend nah rangehen. Dann hat man umso weniger Arbeit damit. Dann passt das auch ganz gut. So, hier ist wieder ein Doppelmoppel-Spritzling. Den brauchen wir
Ganz besonders, weil wir hier die Haltearme haben für das Laufwerk, die Gewehre, Kanister sind hier einige bei, die Halterung, Sitzbänke und so weiter und so fort. Sollte euch das Profil hier dieser Sitzbänke nicht ledrig genug sein, dann empfehle ich die Blombenzieher von einer ganz bekannten Firma zu nehmen, die Bonschen herstellt. Ich komme jetzt selber nicht auf den Namen, dunkelbraun sind die, die kann man wirklich nehmen, das ist so ein schönes Wachspapier und wenn man das dementsprechend ein bisschen knötert und knetert, dann kann man da nämlich sehr schöne Ledereffekte erzielen, ein bisschen trockenmalen, dann hat man schon wirklich, wirklich sehr schöne Effekte und auch ein bisschen Spaß beim Kauen. Und natürlich schmecken die auch lecker. So. Gucken wir uns das nochmal von der anderen Seite an. Ja, das ist nicht das erste Modell, was ich da gebaut habe. Da sind schon einige Modelle von mir gebaut worden. Bin immer wieder begeistert davon, wie das wirklich schön zusammengeht, wie das passt. Wenn ihr ordentlich arbeitet, dann sollte es da echt keine Probleme geben, dass da irgendwelche Spalten oder Luken oder sonstige Sachen sind. Hier haben wir die Seitenteile und hier darauf zu achten, das schönste Instrumentenpanel, das sehr schön detailliert ist. Die Werkzeuge, die Halterung. Es geht so, kann man natürlich ersetzen, besser geht immer durch Zubehör aus dem 3D-Druckerbereich, durch Ätzteile, gerade diese Griffe waren ja immer relativ dünn. Wer schon mal ein Originalfahrzeug gesehen hat, weiß, was ich meine, aber das kann man natürlich handhaben, wie man möchte. Auch aus der Schachtel heraus gebaut, gibt dieses Modell eine schöne Figur auch ab. So, hier einige Anbauteile, dann gehen wir mal hier runter. So, hier das MG42, das ist nicht aufgebohrt. Wenn ihr das vorne offen haben wollt, dann mit einem 02, 03 Bohrer dabei und dann ist das Ganze schon sieht schick aus. So, hier haben wir, ich sag mal, das Pendant dazu. Die andere Seite, weil, ich zeige euch das hier nochmal, dann kann man schön sehen. Wir brauchen nämlich diesen Spritzling, der hier dran ist. Den brauchen wir zweimal. Ihr seht, dass der identisch ist. Deswegen zeige ich ihn nicht nochmal. Das wurde dann hier gemacht. Also das untereinander geht, aber einzelne Bauteile hier draus weglassen. Das ist dann nur sehr schwer, beziehungsweise nur bei sehr großen Teilen dann möglich. Also aus Umweltschutzgründen wäre es, macht das natürlich Sinn, wenn man sich das Kunststoff spart, ist aber technisch bedingt leider nicht möglich. So, der Spritzling A, fast mit der wichtigste. Genau, ihr seht das. Hier das Oberteil der Panzerwanne, dann die beiden Seiten Teile, hier das Heckteil und hier ist das, was ich vorhin gesagt habe. Da könnt ihr jeweils zwei von diesen Luken offen darstellen. Dazu haben wir hier auf der anderen Seite das auch noch mal hinterlegt. Auspuff und so weiter, Anbauteile, das ist alles hier und genau, ihr hört es, ein schönes Riffelblech, weil es war ja auch wichtig, dass die Leute, da sollten insgesamt 8 Leute mit drinne Platz haben, halte ich echt für ein Gerücht. Ich war vor kurzem, hatte ich erst das große Glück, in einem 251 eben in jener Pionier-Variante drinne zu sein. So und na gut, ich bin jetzt auch nicht der Superschlankste, aber da 8 Pioniere mit vollem Gerödel und allem drum und dran, das ist wirklich, wirklich sportlich. So, hier, da ganz besonders der Blickbär bitte zu werfen. Auf das Schloss mit der Kette, sehr schöne Details, gefällt mir richtig gut. Halterung für die Maschinengewehre, einige Anbauteile, so und hier können die eingesetzt werden. Das wie gesagt nach Lust und Laune, habt ihr da keinen Bock drauf, klebt ihr das Ganze einfach zu, gar kein Problem. Aber besser die Möglichkeiten haben, als dann nicht das der Fall zu sein. Mein Gott, was für ein Deutsch. Besser man hat diese Möglichkeit, als dass man sich das dann selber anfertigen müsste. So, das hierzu, hier die Rückseite, da muss auch nochmal gebohrt werden, ist in der Anleitung markiert. Auch das haben wir für euch hinzugefügt, ist nämlich nicht so ganz klar gewesen in der ursprünglichen Variante und meiner Meinung nach essentiell, damit man gleich sehen kann, wo man dementsprechend die Löcher bohren muss und da nicht groß Rätselraten hat. So, der Spritzling C, der wartet hier jetzt auf uns. Viele, viele Bauteile, wie jetzt zum Beispiel hier oben diese Scharniere, die brauchen wir nicht. Das ist für die Ausführung C. Da waren ja diese Klappen in dieser Sargform, so ist die tatsächlich ja genannt worden. Hier ein ganz interessantes Bauteil. Hier werden nämlich
die Federung vorne. Ich zeige euch das gleich nochmal alles rangehängt für die Reifen. Und wenn ihr da mit dem Kleber sparsam seid, dann ist das alles richtig voll beweglich, also richtig gut gemacht und überlegt. Man rätselratet natürlich immer, ist das Ganze denn so gewollt vom Hersteller oder hat sich das relativ spontan so ergeben? Wir wissen es nicht, aber es ist schön, wenn es halt mit dabei ist. So, dann lege ich mal jetzt hier die letzten Sachen hin. Da haben wir hier eine Auswahl an Sitzen zu eurer freien Verfügung. Wobei relativ interessant ist das Rückteil. Hier halt nur mit dieser Stoffbespannung. Hier haben wir noch ein ganz bisschen mehr Komfort. Ich zeige euch das mal. Ein ganz bisschen mehr Komfort. Da waren nämlich Metallfedern eingebaut, obwohl die Sitze alles andere als bequem waren. Hier nochmal ein Hinweis. Das Zugmaul hinten der Anhängerkupplung ist offen. Das heißt, ihr könntet dort eine 7,5 cm Pack oder aber auch eine 10,5 cm leichte Feldhaubitze und so weiter und so fort. Das konnte dieses Fahrzeug unter anderem auch mit sich führen. Also diverse Möglichkeiten lässt der Hersteller hier offen. Dann haben wir hier die Unterwanne und die ist auch nicht zu verachten. Ihr achtet hier mal bitte auf die einzelnen Nieten. Leider sieht man da natürlich nicht mehr davon viel. Das verschwindet dann. Aber für mich ist es immer ganz wichtig als Modellbauer. Ich weiß, dass es da ist und das ist dann die Hauptsache. So, klare Klarsichtteile. Und hier auch nochmal ein leichter, dezenter Hinweis davon, welcher Hersteller oder wem das mal gehört hat. Jetzt in den Händen von uns. So. Und dann haben wir hier den kleinen Ätzteilbogen, der sich dann auf diese Kiste, die das Zubehör an Werkzeugen in der Pionierausführung beinhaltet. Ist nicht unbedingt notwendig, könnt ihr bauen, könnt ihr weglassen, könnt ihr an euren Fundus packen, ist aber auf jeden Fall mitgeliefert. So, hier haben wir unseren Nassschiebebogen. So, und da die Quellenlage nicht ganz eindeutig war, das sage ich gleich so, wie es ist. Auf keinen der mir bekannten Bilder, die ich gefunden habe von den Einheiten, die ich da rausgesucht habe, konnte man das Nummernschild vernünftig lesen, dass man es hundertprozentig zuordnen konnte. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, hier im unteren Bereich die Zahlen praktisch separat zukommen zu lassen, so dass man das aussuchen kann. Die äußeren Merkmale, die habe ich ja hier hinzugefügt. Das ist relativ simpel. Im oberen Bereich haben wir dann für die Armaturen. Auch das sollte soweit klar sein. Der Druck ist von Kartograph. Sollte selbsterklärend sein. Ihr seht das so gut wie kein Trägerfilm. Glasklar, ohne Versatz gedruckt. Das ist soweit alles super. So, dann habe ich euch ja versprochen, ich habe hier ein fertiges Modell. Das stelle ich mal hier hin. Und zwar habe ich das so gebaut, dass man da für euch die Varianten erkennt. Ich habe hier auch einiges von den Werkzeugen hinzugefügt, was da jetzt alles so möglich ist. Einfach damit man das mal so sieht, dass hier zum Beispiel die Munition haben wir hier für die Panzerbüchse. So sieht das Ganze dann gebaut aus. Kann man sich gleich mal ein bisschen einen Eindruck von machen. Oder hier sind dann die Bretter. Die habe ich auch schon mal zusammengeklebt. Und wie gesagt, da ist es schön, dass wirklich schon eine gewisse Holzstruktur vorhanden ist. Rückseite wie Vorderseite, das ist eigentlich egal. Könnte man aber auch erreichen, indem man mit einer Drahtbürste da ordentlich rumschrubbt. Muss aber nicht sein, deswegen ist mir das so schon lieber. Die bewegliche Kette habe ich euch ja schon gezeigt. Und das ist wirklich nicht T-Rex oder sonst irgendwer, sondern das ist die Kette aus dem Bausatz. Jeweils immer nur hier ein Stückchen Kleber drauf gemacht und dann ist das soweit gut. So, Maschinengewehrläufe haben wir hier. Dann haben wir hier Klarsichtteil, ich wollte euch das mal zeigen. Einmal ist das hier sogar offen dargestellt. Da haben wir hier diese kleinen Granaten hier von der 2,8 cm. Also auch das ist möglich. Gewehre habe ich euch ja schon genannt. Und jetzt kommt ja der Clou. Ich habe mal das Dach nicht festgeklebt von den verschiedenen Varianten. Das ist einmal die Variante hier mit der 251/7 Normalvariante. So. Die wird dann hier einfach hingeklebt oder halt hier die Variante mit der Panzerbüchse. So, und ich habe euch das ja vorhin schon gesagt. So und so sieht das gebaut aus. Jetzt gucken wir uns das mal an.
Ich denke mal, das ist soweit okay. Zumal mir auch kein Alurohr oder ähnliches bekannt ist. Also da kann man aus dem Bausatz richtig ordentlich was rausheben. Und ich habe mir auch mal die Freiheit genommen. Ich habe es nicht angeklebt. Ich habe das hier nur mit Uhu-Tack geklebt. Einfach um zu zeigen, dass da verschiedene Varianten auch möglich sind. Das gucken wir uns mal im Einzelnen an. Auch hier, die sind nur angeheftet, so dass man es dann nach Bedarf, Lust und Laune dann auch verändern kann. So, hier, das meine ich, dass das dann beweglich ist, genauso wie die Reifen. Also ein bisschen sorgfältig gearbeitet, dann ist da jede Menge los. Wenn man jetzt an ein Diorama irgendwie ran möchte, dann kann man hier dementsprechend das auch hoch umsetzen. So, eine Inneneinrichtung, ihr seht das, ist es alles einsehbar. Es sind hier keine irgendwelche großen Lunken oder so. Ich habe das hier nur festgedrückt. Es ist nichts verklebt. Passt aber auch so schon wie Popo auf Eimer. Das ist der ganz normale, handelsübliche Bausatz, den ihr dann auch demnächst bei uns erwerben könnt. So sieht das Ganze dann aus. Ja, dann komme ich, schon zur Schlussbetrachtung. Ich denke mir, was sollen wir uns da über ein eigenes Klee lösen? Qualität dürfte bekannt sein. Die Mängel, die da vorhanden waren, gerade in der Anleitung, die wurden ausgemerzt. Also ich sag mal, als Modellbauer, nicht als Händler, das passt schon so. Ja, Preis müsst ihr gucken. Fügen wir in dem Link mit hinzu, den der liebe Thomas dann mal einfügt. Von mir für dieses Modell Daumen hoch, endlich wieder verfügbar. Man hat noch eine Alternative zu dem AV-Club-Modell, wobei die ja meistens in den Ausführungen C eher sind. Ich glaube, Ausführung D haben die nur eins, also relativ wenig. Dann gibt es ja noch das Modell von der Firma Tamiya. Das nehme ich jetzt aber aus der Wertung raus. Das ist ja nun wirklich schon antiquiert und super alt, also älter als ich. Und ich fühle mich manchmal schon alt. Also dann, ich wünsche euch alles Liebe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Gerne immer her mit den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Christian von MBK.